Hallo Leute, willkommen zurück hier bei XCOM Enemy Unknown. So, wir dürfen direkt mit einem Zug loslegen. Und ja, ich habe mir überlegt, eigentlich müsste ja Grants auch mal ein bisschen hier seine Psy-Kräfte einsetzen. Ah, Moment mal, kann Frank da hin? Ja, Frank kann. Ah, da ist aber nirgends Deckung. Dann geh bitte erstmal dahin, Frank. Und Frank sollte doch vorhin schon mal nachladen, oder nicht? Na, da habe ich Frank scheinbar auf Feldposten oder so gesetzt. Man weiß es nicht. So, Grants, was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, hier kannst du eigentlich nicht hin, weil da sollen die anderen Leute ja hin. Ja, pass auf, Leute, dann bleibt Grants erstmal hier. Ja, Grants muss eigentlich seine Psy-Kräfte mal ein bisschen einsetzen. Oh shit, jetzt komme ich ja wirklich fast gar nicht vorwärts. Okay, du kannst erstmal da bleiben, lädst meinetwegen deine Waffe nach. Du kannst auch schon mal nachladen. Und die anderen bewegen sich dann langsam aber sicher mal vorwärts. Alle schon teilweise leicht angeschlagen hier. Er könnte Sturm und Schuss machen, aber... Ja doch, er würde sogar ziemlich weit kommen. Na, meint ihr, hier hinten sind noch Aliens, Leute? Ich weiß es nicht. Okay, er geht einfach mal hier drüben hin. Ich glaube nicht, dass hier rechts jetzt irgendwie Aliens auftauchen. Ansonsten hätten wir jetzt natürlich ein kleines Problem. Aber alles in Ordnung hier. So, Frank, du legst los. Gehst meinetwegen hier vorne in Deckung. Ja, war ja schon fast klar, dass er da nichts sieht. Erstmal schön auf Feldposten gehen. Grants, it's your turn. Okay, Grants rennt einfach mal direkt dort vorne hin. Darf dann natürlich nicht mehr auf den Feldposten gehen. So, jetzt kommst du. Du gehst jetzt mal hier hin. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, Feldpostenzeit. Wie weit kommt denn Lukas? Wenn er spurten würde, würde der richtig schön weit kommen. Hier hätte er gar keine Deckung. Shit, shit, shit. Was machen wir denn jetzt? Hier könnten wir hin, aber auch hier haben wir mit dem Raketenwerfer das UFO teilweise schon zerstört. Das heißt, meinetwegen spurtest du da vorne hin. Und ich hoffe mal... Okay, keine weiteren Gegner. 5 Gegner müssten wir noch haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. 5 Gegner. Okay, du spurtest hier vorne ran. Die gute Lillian mit ihrem Plasmagewehr. Und ja, Ravid könnte hierhin spurten. Unser Möchtegern-Sniper, der hier jetzt Katis Job übernehmen soll. Bin ich aber erstmal noch ein bisschen skeptisch, ob er dieser großen Ehre wirklich würdig ist. Okay, also wie wir gesehen haben, da drinnen scheinen die Aliens zu sein. Hier könnten wir zumindest auch schwere Deckung haben. Geh mal hier vorne hin. Lukas sieht natürlich nichts. Geht auf Feldposten. So, die könnten jetzt gleich von der anderen Seite kommen. Ich möchte aber erstmal bitte hier oben fertig machen. Grants, du gehst hier hin. Da hast du auch noch gute Deckung. Ja, sehr schön. Nein, ich möchte erstmal jetzt mit Frank weitermachen. Frank könnte hierhin spurten. Ich glaube, oder sogar hierhin. Wir haben da ja einen Feldposten. Komm schon, Frank geht direkt mit nach da vorne. Und hier haben wir ja noch einen kleinen Durchgang. So, was machen wir jetzt mit dir und deinem Plasmawerfer? Du stellst dich mal hier vorne auf. So, keine Gegner. Natürlich wieder auf Feldposten gehen. Du machst mal die Tür auf. Dürfte allerdings auch, ja, nichts Neues jetzt ergeben. Das heißt, du gehst hier vorne ran. Das gute alte Laserpräzisionsgewehr. Aber erstmal schön auf Feldposten gehen hier mit der Pistole. Und jetzt ist Sergei noch am Start. Was machen wir mit dir, Sergei? Ob du einfach mal hier hinter gehst? Ja, komm schon. Nichts übertreiben, wer weiß nicht, dass hier gleich Gegner kommen. Einer von diesen Ätherern oder Ätherer ist auf jeden Fall auch noch am Start. Und jetzt, oh nein, jetzt hört Grants von dort hinten noch etwas. Shit, was mache ich denn jetzt? Das sind wahrscheinlich Elite-Mutons. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich glaube, ich werde mich aber erstmal in das Innere des Schiffs vorwagen. Frank the Tank geht hier hin. Mach die Tür bitte mal auf. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Also, Frank, ab auf den Feldposten mit dir.
Renz, du wirst gleich erstmal richtig spurten müssen, damit du hier zum Team kommst. So, Moment, hier habe ich keinen Durchgang. Ich denke mal, dass hier der Aetherer drin ist. Das sieht mir schon so ein bisschen danach aus. Das heißt, er stellt sich hier an die Wand. Darf dann sogar noch auf Feldposten gehen. Und dann hoffe ich mal, dass die Gegner uns nicht flankieren. Nein, nicht Sergei. Erstmal Grants zur Gruppe holen. Der spurte direkt hier hinten hin. Das heißt, selbst wenn die Gegner jetzt von da oben kommen, glaube ich nicht, dass sie noch auf uns schießen können. Okay, Plasmawerfer. Was machen wir mit dir? Keinerlei Deckung. Egal wo er hier wäre. Deckung, shit. Wie weit kann... Er kann ziemlich weit spurten. Okay, ich muss jetzt Sturm und Schuss nutzen, Leute. Damit wir hier vorne zumindest noch einen Feldposten haben an der Tür. Und ich werde die Tür nicht öffnen. So, Carlson würde ich jetzt gerne hierher spurten lassen. So, und dann gehst du meinetwegen mit deinem Präzisionsgewehr auf Feldposten. Ja doch, das hört sich für mich nach einem Plan an. Ob es ein guter Plan ist, das wird sich zeigen, Leute. Aber nichts passiert. Okay, dann bin ich jetzt mal so dreist und öffne hier die Tür. Und es scheint ruhig zu sein hier drin. Okay, das heißt, du könntest direkt hier vorne jetzt hingehen, Lillian. Plasmawerfer immer am Anschlag. Und natürlich gehst du erstmal auf Feldposten. So, Sergei. Was machen wir mit dir? Du könntest hier hintergehen, okay. Machst du auch einfach mal. Und auch du gehst dann auf Feldposten. Jetzt muss ich den Sniper natürlich hinterherziehen. Sie geht hier hinten mit rum. Muss natürlich jetzt spurten. Und zwar direkt hier hin. So. Unser Frischling. Okay, Lukas, was machen wir jetzt mit dir? Du könntest... Moment mal, Leute, ich drehe mal eben ein bisschen. So. Du könntest hier hingehen. Und kann ich hier öffnen? Nein, kann ich nicht, weil da drüben ist auch noch die Tür zu. Das heißt, ich weiß noch nicht, was hier drin auf uns alles so lauert. Frank geht hier auch einfach mal mit hin. Und natürlich auch auf den Feldposten. Und Grants, was machen wir mit dir? Grants soll eigentlich auch mal seine Psy-Kräfte ein bisschen einsetzen demnächst. Grants geht einfach auch mal mit hier vorne hin. Und ja, komm, stell dich auf Feldposten. Mal schauen. Okay, es passiert was von dort oben. Also die scheinen hier irgendwo sich hinter der Tür schon positioniert zu haben. Leute, ich würde mal sagen, wir öffnen jetzt erstmal hier die Türe. Und, ja, war ja klar, oder? Da ist der Aetherer. Aber er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich diese Tür jetzt öffne, sehen wir ihn natürlich. Wo ist der Typ mit dem... Ah, okay, er ist der Typ mit dem... Lukas ist der Typ mit dem Pulsbogen. Das heißt, Lukas geht hier vorne mal hin. Sieht noch nichts. Okay, ab auf den Feldposten mit dir. So, was machen wir jetzt mit den ganzen Leuten hier? Er geht erstmal hier hin. So. Auch auf... Ach nee, shit. Der muss jetzt die Pistole leider nehmen. So, damit können wir auf Feldposten gehen. Du gehst auch auf Feldposten. Ja, Moment mal. Frank steht dort. Das heißt, der kann auch auf Feldposten gehen. Und Grants geht hierhin auf Feldposten. Oh, von der einen Position aus konnte er sogar eben wen sehen. Aber Leute, wenn die Aliens jetzt irgendwas reißen wollen, wenn die sich irgendwie bewegen oder hier die Türe öffnen, dann wird das Feuer auf die niederprasseln. Das haben die noch nicht erlebt. So, da ist der Aetherer. Der Erste, der sich bewegt hat, kriegt hier gleich die volle Breitseite ab. Und das gibt's auch nicht. Gar keinen Schaden genommen, oder was? Nicht ernsthaft. Was? Der hat das Feuer teilweise zurückgeschleudert, habe ich das Gefühl. Und nein, er wird Lukas nicht... Moment. Lukas ist down. Shit, Leute. Lukas ist down. Das wird jetzt ziemlich böse enden. Okay, Moment mal. Der Aetherer steht da ja komplett ohne Deckung. Er schießt auf Grants. Grants hat natürlich auch Schaden genommen. Okay, Leute. Okay, okay, okay. So, du wechselst erstmal auf dein Präzisionsgewehr. Öffnest jetzt die Tür hier.
Überraschung, Aliens. Hier hinter euch sind auch noch ein paar Homies am Start. Und du machst direkt den Präzisionsschuss. 46% Chance, nur 35. Wollt ihr mich verarschen? Willst du mich verarschen? Wie viel macht die Alien-Granate nochmal Schaden? 5. Würde ja schon fast sagen, Alien-Granate werfen. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch Schaden kriegt, wenn der jetzt da so rumliegt. 5 Schaden, das heißt, wir könnten... Ja, muss ich machen, Leute. Bei den scheiß Zieldingern, die der hat. So, 5 Schaden haben beide natürlich erlitten. Okay. Er kann auch schießen. Ich werde aber mal Sturm und Schuss machen, glaube ich, weil dann haben wir... Beziehungsweise, nee, warte mal. Moment. Ich mache erstmal mit den Leuten hier vorne weiter. Zum Beispiel Frank. Der hat doch hier... Ist der jetzt eigentlich komplett tot? Scheiße, ich glaube... Scheiße, Leute. Lukas ist wirklich gefallen. Unser Unterstützungsfreak ist wirklich gefallen. Also, da ist eh nichts mehr mit Wiederbeleben. Okay. Frank, Schnellfeuer. Los geht's. Einmal 6 Schaden. Und nochmal 8 Schaden. Nein. Oh nee, das gibt's doch nicht. Oh, ich hab niemanden mehr mit dem Pulsbogen. Och nein, ey. Schaut euch das an. Der wäre perfekt zum Fangen gewesen. Aber life's a bitch. Oh Mist, den kann ich noch nicht mal mit meinem Psychotricks hier attackieren. Okay, Moment mal. Na, Grants, du bist dann gleich erst dran. Wie sieht's mit dir aus? Du dürftest doch jetzt eigentlich 33%ige Trefferchance. Okay, dann schmeißt sie meinetwegen auch eine Granate. Oh, ist das ärgerlich. Scheiße, ey. Gerade Lukas. Okay, ich meine, wir hatten echt schon lange keine Verluste mehr erlitten. Irgendwann muss das einfach mal wieder kommen. Ärgert mich natürlich, dass es jetzt gerade den Unterstützungstypen getroffen hat. So, Grants, wie sieht's aus? Kannst du diesen miesen Trip... Ja, 86%ige Chance. Denn wir müssen das natürlich auch ein bisschen benutzen, damit es sich weiter verbessert, hier die Fähigkeiten. Und Grants hat sogar jemanden damit gekillt. Geiles Ding. Aber 3 Gegner sind noch immer hier irgendwo unterwegs. Und deswegen spurten wir... Naja, wir spurten nicht hier um die... Um die Ecke hier könnten auch noch Leute sein. Ich wage mal einen Blick. Scheint aber alles okay zu sein. Das heißt, du könntest meinetwegen schon mal darüber spurten. Das sind dann wahrscheinlich nur noch die Aliens da hinten in dem Raum. Ja, und jetzt kommen sie auf einmal von hier oben. Pass auf, ich sehe schon kommen. Nee, okay, kommen sie doch nicht. Gut, Frank und Grants müssten ihre Waffen wahrscheinlich gleich nachladen. Genau, habe ich mir schon fast gedacht. So, Frank, dann lad du mal bitte nach. Und Grants, du gehst... Du gehst hier hinter. Und auch du bist erstmal jetzt schön am Nachladen. Ah, scheiße, ey. Das mit Lukas, das nervt mich jetzt echt ein bisschen. Den hätte ich wirklich nicht verlieren wollen. Das ist echt ärgerlich. Ich schaue hier nochmal in diesen Raum, Leute. Aber nö, scheint nichts zu sein. Okay. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ja, ich weiß nicht. Komm, du bleibst jetzt erstmal da stehen. Und unser Sniper, ja, könnte spurten. Rennen wir einfach mal dahin. So, das heißt, wir bewegen uns jetzt in dieses Waldgebiet, Leute, von wo wir ja vorhin schon irgendwie ein paar Aliens gehört hatten. Ja, ich könnte jetzt hier hinspurten natürlich, aber wer weiß, ob da jetzt die Aliens kommen. Na komm, wir riskieren es einfach mal. Okay, alles klar hier draußen, das heißt, wir gehen hier auf Feldposten. Na fuck, ey. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Nee, das glaube ich auch nicht. Außerdem haben wir auch schon gegen Gegner gekämpft, falls du es nicht mitbekommen hast. Also das dürfte eigentlich der Beweis auch sein, dass wir nicht alleine sind, du Trottel, ey. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er hier jetzt die Gegner entdeckt. Frank, du gehst hier hin. Aber auch Frank sieht noch keine Gegner. Okay, Feldposten natürlich wieder. Grants kann hier hinten natürlich auch rumgehen. Das heißt, erstmal hier in Deckung bleiben. Oh, das war jetzt sogar schon Spurt. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Carlson, na komm mal her. Du spurtest jetzt meinetwegen hier vorne mit hin. Unser Sniper ist ja egal, wenn der spurtet. Der darf eh nicht schießen.
Carlson rennt hier hin. Sehr schön. Ach ja, wir sind da nur noch zu fünft. Habe ich jetzt schon wieder fast erfolgreich verdrängt gehabt, dass Lukas gestorben ist. Ach, scheiße, ey. Darf man gar nicht drüber nachdenken, was das für ein Verlust wieder ist, ey. Okay, Sergei. Komm, da musst du jetzt leider hinrennen. Und? Was? Noch immer kein Feindkontakt, Leute. Okay. Wenn ihr nicht wollt, kann ich euch ja nicht zwingen. Frank geht dorthin. Und natürlich geht auch Frank wieder auf Feldposten. So wie es sein muss. Am Anfang des Let's Plays, Leute, ihr erinnert euch wahrscheinlich, hat es immer die Sniper erwischt. Jetzt scheint es immer unsere Unterstützungssoldaten zu treffen. Das ist natürlich genauso scheiße. So, unser Sniper rennt einfach direkt mit an die Front, damit der dann nachher noch schön schießen kann. Falls die Gegner sich dann irgendwann vielleicht doch nochmal zeigen wollen. So, und Lillian geht hier hin. Gut, Leute. Mal schauen, was die Aliens jetzt machen. Ob sie sich zeigen oder ob wir weiter nach ihnen suchen müssen. Ich glaube nicht, dass wir hier alleine sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal so eine Disc ist mit zwei Drohnen. Aber ich würde mal sagen, das finden wir direkt beim nächsten Mal heraus. Dann werden wir nämlich weiter nach dort oben gehen und schauen, auf was wir dort treffen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Und ich sage einfach mal bis morgen. Bis dahin, mach dir noch einen schönen Tag. Ciao.